Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück am Mondberg. Im letzten Part haben wir die Route 4 abgeschlossen. Konnten leider kein neues Pokémon fangen, weil einfach keins kam. Und jetzt gehen wir in den Mondberg hinein. Ich hoffe, ihr seid bereit. Denn hier dürfen wir auch noch ein neues Pokémon fangen. Oh, Encounter Nummer 1. Verbiegen. Flucht unmöglich. Ach komm. Obwohl, es gibt ordentlich Erfahrungspunkte jetzt, ne? Jetzt verzweifle. Der Rückstoß war ja niedlich. Okay, ich habe gar nicht gedacht, dass der Verzweifler mehr Rückstoß macht, aber okay. So. Hi. TM Heilung. Okay. Habe ich nichts gegen. Kann ich mich sogar gegen Attacken heilen? Also gegen Status-Fan. Ich glaube, das gebe ich sogar Maria, weil das Maria wird ja eher so ein defensives Pokémon. Und ich nehme ihn mal die Stachelspore weg. Weil wir haben bereits Gainer und Giftpool und das reicht erstmal. Das ist das nächste Item. Eine Hornmüllbeere. Hi. Du bist auch so eine zwielichtige Gestalt, mein Junge. Du bist das auch auf jeden Fall. Warum? Mach bitte Fahnenschuss. Perfekt. Mach in der nächsten Runde gleich auch bitte nochmal Fahnenschuss und dann bin ich vollkommen zufrieden. Ja, ich mache gerade eine Aufnahmesession, muss ich sagen. Weil ich will heute auf jeden Fall das noch schaffen, dass wir an den Punkt zurückkommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also nicht aufgehört haben, sondern wo wir besiegt wurden. So. So. Ja, Kratzer bitte. Denn Hornju schläft. Und ist schon wieder aufgewacht. Das ist natürlich gleich noch rein. Ach, warum denn Hornju? So. Das wär's. Sehr schön, jetzt kommt der Kokuno. Das Gute ist, bei Kokuno können wir jetzt mal kurz Giftpuder überwerfen. Das könnte uns dann ein bisschen helfen. Ach ja, okay, es ist auch schon, dass man nicht mehr vergiften kann. Also Gift-Pokémon nicht vergiften kann. Aber das vielleicht nur in der ersten Generation so. Ich meine, ist logisch, aber hey. Es hat ja auch bis zur 6. Generation gedauert, dass sie gesagt haben, oh, man kann Elektro-Pokémon nicht mehr paralysieren. Alter. Maria denkt sich auch so, ja, hört man natürlich mal, es ist mir egal, ich kritte dich mal eben. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Tschö. Sehr schön, das war ja angenehm. So, dann einmal kurz heilen. Bin ein bisschen unsicher, was die Anzahl von Tränken angeht. Hab nur 4. Aber einmal hoffen. Also, wir haben jetzt noch 6 Encounter, um unser Pflanzen-Pokémon zu fangen. Hallo, Pipi. Setz mal Giftpuder ein. So, vergifte Pipi. Und dann Kratzer. Oh Gott, das kann Duplex Hieb. Ja, okay. Ach man, jetzt mach doch nicht die ganze Heuler. Jetzt heul doch nicht die ganze Zeit, verdammt nochmal. Naja, Gift hilft uns ja zum Glück, ne? Gift hilft uns zum Glück.
Ich habe jetzt auch nicht vorgehabt, es anders einzusetzen. Tschüss, Pipi. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir wieder die zwei Levelgrenze haben, oder? Ja. Also muss ich Fate jetzt wieder einsetzen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter, weil ich weiß, dass das der nicht richtige Weg ist, aber hey. Oh, Encounter Nummer 2. Oh, Glumanda! Oh, hätten wir Feuer-Pokémon, Alter. Naja. Sorry, Glumanda. Oh. Dun, 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 dun. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Sandan. Oh. Dann komm her mit Sandan. Absorber. Ich glaube, Fate dürfte demnächst aber auch Dings lernen, ne? Megasauger. Ja. Warum? Der Bildschirm einfach mal kurz nur lila wohl und bumm. So. Fate erreicht Level 17. Too bad. Too bad. Kann aber nur. Mist dürfte eigentlich nur. Bis. Also, bis sag ich schon. Blutsauger und Superschall dürfen. Können. So. Okay, Erstauner. Entschuldige. Ja, dann gähnen wir ihn erstmal an. Aber ich finde diese Idee von Gähnen einfach auch so genial. Weil man gähnt. Und was ist das so, dass wenn jemand gähnt, die Person bei ihm auch gähnt. Also man sagt ja immer, gähnen ist ansteckend. Ja, wir haben das umgesetzt. Finde ich cool. Pam. Natürlich. Da, 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 da. Und tschüss, Zubat. Da, da. Radfratz. Ja, das mache ich dann mal wieder mit Fate. Da, 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 da. Absorber, los! Ich bin auch ein bisschen geschafft. Hab vorhin erstmal einige Sachen mit Pelepop zusammen aufgenommen. Muss ja sagen, mir gefällt die Zusammenarbeit mit ihm echt gut. Und ich würde echt viele Projekte mit ihm machen zusammen. Das ist einfach klasse. Wir sind ja auch vom YouTube-Stand her, so Abonnenten, was angeht, auf der gleichen Welle und so. Alles klasse. Also ich finde es echt spitze, mit ihm was zusammen zu machen. Ist auch mal witzig. Ein Magnet. Ja, bringt mir nichts. Ich habe kein Elektro-Pokémon. Es gibt auch kein Pflanz-Elektro-Pokémon. Zumindest hier noch nicht. Gibt's das überhaupt? Außer jetzt Rotom? Hallo Radfratz, das ist jetzt Encounter Nummer 3, ne? 4 Encounter haben wir noch. Nummer 4. Ich sehe schon, kommende Mondberg wird auch wieder eine Flaute. Och Mann! Dreh dir doch nicht einfach so oben. Wollen wir eigentlich erst das Item da holen? Magnetilo! Ach ja, Mist, jetzt haben wir das Problem. Hier ist Magnetilo, ein Stahl-Pokémon. Der. Ich mach mal Absorber. Weil Unlicht ist natürlich auch noch nicht neutral. Auf Stahl hier. So, Absorber. Look, 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 look. Da. Da. Ich wollte gerade sagen, mach doch Tackle. Tackle ist doch wesentlich nutzvoller gegen uns. Ich könnte natürlich jetzt auch Zornsklinge spammen, weil die wird ja immer bei jedem Einsatz stärker.
Ich glaube, das mache ich jetzt sogar. Dann können wir nämlich den nächsten Gegner auch gleich mit der weiteren Zungenklinge ordentlich draufhauen. Metall-Sound ist aber uncool, ne? Das weißt du. Guck. Zack. Nö. Ich will jetzt weiter mit Fate Zungenklinge einsetzen. Jo, why not? Yay! Level 18 für Fate. So, haben wir Mirko platt gemacht. Nummer 5. Ach Mann. Hau mal ab, Farbigel. Das ist fast so schlimm wie Togepi. Ein Lucky Punch. Ja, jetzt bräuchte nur noch ein Chanera. Was ich natürlich nie einsetzen dürfte. Eine Hack Attack. Darf ich auch nie einsetzen. Ist ja schön, dass man hier alles Items findet, so. Nein, Lady Bard. Ich darf ihn auch nicht fangen. Vorletzter. Das ist unser vorletzter Encounter. So. Dann komm du mal her. Das weiß ich, deswegen gehe ich ja durch die Höhle, du Witzbold. Raupi! Eigentlich wollte ich Maria da vorne setzen. Pam! Fadenschuss, nein! Wie kannst du Fadenschuss anziehen? Anziehen, ja. Anziehen, besonders anziehen. Einsetzen, verdammt! So, sehr schön. Schön, dass ich hier mit... ich habe Maria noch nicht mal geheilt. Ich habe hier gerade im Hintergrund, habe ich mein YouTube offen, wo ich gerade die Folgen halt hochlade. Sieht auch interessant aus. Aber, ja komm, dagegen setze ich Maria jetzt ein. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass ich mittlerweile Folgen monetarisiere. Das habe ich einfach jetzt dadurch gemacht, dass ich... Weiß nicht warum. Ich habe einfach mal drauf geklickt, habe gedacht, so mal sehen, wie es läuft. Weil einer sagte mir, dass das professioneller wirkt, wenn man es monetarisiert. Weiß noch nicht warum, aber hey. Sind wir mal ganz offen ehrlich, da kommt sowieso nichts bei rum. Ah ja, ihr wisst, diese Fähigkeit von Käfer-Pokémon, womit sie die Statusänderungen negieren. Kring, kring. Ba, 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 ba. Bäh, bäh, genau, bäh. Ach Gott. Wir kriegen das noch hin. Wir sind gerade schneller als Safcon. Zack. Oh, ernsthaft. So, weg mit dir. Da, 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 da. Ein Encounter noch, Leute. Ein Encounter noch. Sonst ist der Mondberg für uns auch Geschichte. Und da ist er. Na. Ah. Feuer-Pokémon hätten wir hier echt gut fangen können, aber... So. Eine Sanftglocke. Oh, das, die kann nützlich werden. Huch. Wer bist du denn da oben? Ah, Schwalbini. Hallo, Schwalbini. Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Hi. Achso. Okay. Hi.
stelle mich jetzt hier hin. So. So kann sie mich nicht mehr ignorieren. Wow, hier kann man sich gleich verlaufen. Ja. Wenn man da um den Kreis läuft, dann wird das auch nichts. Hallo, Mirapla. Hatte ich schon mal meinen Gainer vorgestellt? Ja, mein Absorber wird mir so gut wie keinen Schaden machen. Jo, war klar. Kratzer! Kann Mirapla auf dem Level nur Absorber? Ich habe eigentlich gedacht, dass es auch noch Lockduft kann. Zack! Baba, baba. Oh, Moment. Entschuldigt, musste mal kurz gähnen. Ich habe schon wieder nicht geachtet. Obwohl doch, ich weiß, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Kratzer. Oh, oh. Der kommt mit Wachstum an. Pfui. Alter. Hör auf dich zu wachsen. Dich zu wachsen, genau. Hör auf Wachstum einzusetzen. Und dann macht der Wickel. Das ist so intelligent. Oh, Sporenwind hat ihn paralysiert. So intelligent. Ich setze zweimal Wachstum ein, um dann eine physische Attacke einzusetzen. So, Level 15 von Maria. Wunderbar. Doch, hast du. Nein, ich habe verloren. Doch, hast du. Hä? So, dann holen wir uns jetzt auch noch hier das nette Item. Oh, Magnetino gab's auch hier. Genial. Dalalalala. Flucht unmöglich. Das ist ein Magnetino. Das kann nicht so extrem schnell sein. Oh Gott, ernsthaft? Staffette? TM-Staffette, großartig. Hallo Zubat. Ich finde den Sound so genial. natürlich. Ist eingeschlafen. Jetzt sollte es ja auch, ne? Das sollte es ja auch. Oh, die Hälfte. Warum? Natürlich auch für dich selber. Alter, hat er sich gerade selbst 8 Punkte abgezogen? Bist du wahnsinnig? Tschüss, Zubat. Nö, gegen Rettern werde ich mal nicht Maria drin lassen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu haarig, die Sache. Besonders mit einem verwirrten... Ah, der Bedroher, stimmt ja. Mit einem verwirrten Paras. Giftstachel. Au. Geh weg. Und weg war. Rettern. Ich wünschte, die hätten hier schon die Musik eingeführt, wie sie das in Hardcore und Soul Silver getan haben für Team Rocket. Fand ich echt genial, die Musik. So. Ich weiß, dass hier hinten noch ein Item drin ist. Ein Netzball. Schick. Hat uns jemand entdeckt. Nicht ganz. Was hast du? Radfratz.
Er hat einen Radfrosch. Was Sporen wird. Alter. Krittet der erstmal. Naja. Murray hat ihn ja erstmal Strich durch die Rechnung gemacht. Squad. Dann werden wir Fate vielleicht schon mal auf Level 20 hoch trainieren jetzt, damit er. Dann können wir mit Maria erstmal eine Runde nachpowern. Ruckzucki! Bam, bam, das nächste Radfratz. Pam! Ich habe gleich ein bisschen Sorge vor dem Rockeltrüppel, den wir noch treffen. Der hat ja ein Level 16 Radikal. Das ist ja doch so ein bisschen Sorge. So. Wie gesagt, ich werde, glaube ich, jetzt einfach erstmal Fate auf Level 20 trainieren. Oh. Bam, bam, bam. Hallo, Schneckmack. Schneckmack. Hallo. Ein Wanderer, den können wir dann erstmal mit Absorber auslutschen. Kleinstein. Kleinstein. Absorber. Da bin ich auch ganz verwundert, dass man bis jetzt noch keinen Kleinstein gesehen hat, wisst ihr? Weil, keine Ahnung, ist ja sonst auch so überall vertreten. Tschüss, Kleinstein. So, Fate Level 19. Wunderbar. Ja, da kommt das nächste Kleinstein. Problem ist einfach, dass wir mit Maria noch keine Pflanzenattacke haben. Jetzt könnten wir natürlich auch gar gegen Kleinstein einwechseln, aber na, geht leider nicht. Onyx. Da kommt Onyx. Onyx lutschen wir auch erstmal aus. Onyx. Weg war es. Sehr schön. So. Da oben. Item. Toll. Naja, das ist Geld. Ich bin nicht beschweren, das ist Geld. Oh, Togepi, hau ab. Dich mag niemand, Togepi, hau ab. Togepi. So. Weiter geht's. Na, natürlich ein Schritt vor Leiter. Oh, ja, halt mir Glumanda unter die Nase. Natürlich auch genial gewesen, ne? Glumanda. Da, er hat uns entdeckt. Nein! Da. Ein Radfratz. Wo ist Fate? Njom. Und Energie abgesaugt. Noch mehr Energie, Luft, gib mir noch mehr. So, hab ich wieder voll geheilt. Hi, Frank. Komm, Maria, das schaffst du. Ich glaube an dich. Schmeißt er hier ein erstmal wieder mit Sand. Aua. Es dauert mir doch zu lange. Also wieder zurück. Nimm. Bam.
Ich bin sauer. Habe ich überhaupt noch einen Trank hier? Einen habe ich noch. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich tranklos. Hallo Meryl. Dam, 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 dam. Es gibt so viele Pflanzen-Pokémon, das ist echt tragisch. Es ist nicht vorhandene Anzahl von Pflanzen-Pokémon. Ernsthaft. Pam. Tschüss, Dicta. Bang, Level 20. Dum, 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 dum. Oh. Alter, jetzt hätte mich aber nerven, ne? So, machen wir gleich Absorber. Keine Zeit hier verschwinden, gleich loslegen. Hallo. Niemals! Alles meins! Alles meins! Hä? Wo ist denn der Typ mit Radikal? Gibt's den hier nicht? Habe ich mich vielleicht im Spiel geirrt? Problem ist, wir werden natürlich auch Evoli kriegen. Also wenn wir da bis dahin noch Pflanzen-Pokémon haben, können wir Evoli... Können wir das ein bisschen brauchen? Nee, hier gab es noch gar keine Fulliprobe. Quatsch. Das ist ja erst in der vierten Generation erschienen. Fulliprobe und Glaciola. Das heißt, wir können dann Evoli auch auf die Bank tun, weil wir damit nichts machen können. Ist zwar schade, aber hey. Aber wir haben ja noch zwei Continues. Dam, dam, da, 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 da. Zwei Motivationsschübe. Das war bestimmt ein Item in der Ecke. Hallo Magnetilo. Ein Feuerstein. Nice. So, ich werde jetzt mal wieder Maria nach vorne packen. So. Hi. Niemals. Dum, 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 Slimer! Los geht's, Maria! Setz deinen Gainer ein! Voll in den Mund gegähnt! Och Mann, warum denn? Aber es ist ja gar kein Problem, weil... Hallo. So, ist eingeschlafen. Ja, siehst mal, jetzt ist Heilung sogar mal zum Einsatz gekommen. Das ist ja genial. Ba, 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 da. Mir sind meine AP ausgegangen. Kommt zurück. Wunderbar. Da geben wir mal eben so mein AP für Kratzer aus. Pam. Tschüss, Slimer. Smogger. Bitte sterbt einfach schnell, weil ich habe kein Gegengift mehr. Bitte vergifte nicht, bitte vergifte nicht, bitte vergifte nicht. Ich habe kein Gegengift mehr. Oh, Glück gehabt. Alter, oh, Glück. Maria kann ich mit Heilung noch das Gegengift... Also, mit Heilung kann ich da das Gift wegmachen, aber... Fate hat das nicht.
Weg mit dir. Und Level 21. Ja. Ich nehme das Helix-Ziel. Wie letztes Mal. Ja. Kommen wir aber erst auf der Zinnoberinsel. Ein Glitzerbrief. Oh, toll. Den wollte ich schon immer haben. Warte mal, ich habe mal eine Vermutung. Moment. Ich habe mal eine kleine Vermutung. Tatsächlich. Ha! Auf solche Steine hätte ich mal achten müssen. Da scheint immer ein Item zu sein. So. Route 4. Nee, warte mal. Nee, Route 3 war das. Ha! Okay, dann können wir ja hier noch ein Pokémon wieder fangen. So, was bringt ihr denn bei, ihr beiden? Normalerweise machst du Mega-Hieb, aber das ist ja jetzt falsch. Welches... was? Rechte Hand. Nö, ich verzichte mal. Dankeschön. So. Und? Mega-Kick, ja, aber... von Tränen. Hier, gib her. Zornklinge. Haben wir mal eben so mit Fate von Tränen gelernt. Das ist natürlich auch episch. Schutzschild. Ah, TM Schutzschild. Schön. So. Wir dürfen wieder ein Pokémon fangen. Erster Encounter. Ein Zubat. Zubat. Ich müsste auch mal so lange Feierabend machen, ne? Weil ich dann mal so die Uhrzeit gerade, die Uhr gerade sehe. Bin, glaube ich, schon massiv drüber gerade. So, Leute, dann werden wir das Pokémon in der nächsten Folge erst fangen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da und sonst sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Pokémon Feuerrot Arena Leiter Challenge. Bis dann.